In einem schäbigen, jenseits der Themse, in einem nicht eben feinen Viertel gelegenen Mietshaus. Gut, sehr gut, Kindchen. Wir werden es bald geschafft haben. Ich kann nicht mehr. Ach, natürlich können Sie. Noch einmal mit aller Kraft pressen Sie. Jetzt ist es doch gleich geschafft. Diese Schmerzen. Ich weiß, da mussten wir alle durch. Polly, bring noch mehr heißes Wasser. Ja. Und noch mehr Tücher. Ja, natürlich. Ach, und sag Granny, sie soll eine kräftige Brühe für Miss Ross kochen. Gewiss. Sehr gut, Sie machen das sehr gut. Es wird schon bald vorbei sein. Ich halte das nicht mehr länger aus. Müssen Sie auch nicht. Vertrauen Sie mir. Ich mache das ja nun wirklich nicht zum ersten Mal. Also Zähne zusammenbeißen und pressen. Nein, ich... Nun machen Sie schon. Denken Sie daran, was ich alles für Sie getan habe in den letzten Monaten. Glauben Sie, ich werde erlauben, dass Sie oder das Kind bei der Geburt in meinem Haus krepieren? Auf drei. Eins, zwei, drei. Pressen! Na also, da ist das Kleine. Es ist überstanden. Ich wusste doch, dass Sie es schaffen würden. Polly, verdammt nochmal, wo bleibt das heiße Wasser? Ich komme ja schon, Mutter. Schon! Rasch, gieß es in die Schüssel. Ist es ein Junge? Allerdings. Einer der hübschesten Bengels, denen ich je die Freude hatte, auf die Welt helfen zu dürfen. Darf ich ihn mal sehen? Sind Sie sicher, dass das eine gute Idee ist? Ja, bitte. Ich möchte ihn so gern einmal sehen. Polly, ich bin ja noch nicht fertig. Ich nehme ihn. So, da ist er, Miss. Er sieht seinem Vater so ähnlich. Dem Vater, der sich in all den Monaten hier nicht einmal hat blicken lassen? Er ist kein schlechter Mensch. Auch wenn ich es mir anders wünschen würde, ich verstehe, dass er so handeln musste. Ach, das ist ganz allein Ihre Sache. Oh, was für ein wunderschöner kleiner Kerl. Er lacht Sie an. Oh, hallo, kleiner Mann. Genug jetzt. Bring ihn runter zu Granny. Sie soll sich um ihn kümmern. Nein, ich... Sie brauchen jetzt Ruhe. Keine Widerrede. Was stehst du denn hier noch rum, Kind? Entschuldigung. Sie haben sehr viel Blut verloren. Es wird daher wohl etwas dauern, bis Sie wieder auf die Beine kommen. Was macht das schon? Auf mich wartet niemand. Sie wissen ja, Sie können hier bleiben, solange Sie wollen. Und wenn Sie eine Lösung für den Kleinen suchen, dann wäre ich glücklich, ihn abnehmen zu dürfen. Ich mache sonst nie so ein Angebot, aber weil ich Sie sehr lieb gewonnen habe und Sie mir außerordentlich leid tun, will ich Ihnen gerne helfen, dass Sie sich nun ein unbeschwertes neues Leben aufbauen können. Sie sagten, für 10 Pfund wären Sie bereit, sich für immer gut um ihn zu kümmern? Ganz recht, Kindchen. 10 Pfund! Und Sie sind alle Sorgen mit einem Schlag los. Er wird es gut haben bei mir. Ich werde ihn aufziehen, als ob er mein eigenes Kind wäre. Glauben Sie mir, in Ihrer Lage ist das die beste Lösung. Sowohl für Sie selbst, als auch für den Neugeborenen. Vermutlich ist dem so. Ganz bestimmt. Wie soll er denn heißen? Jeremy, wie sein Vater. Ein hübscher Name. Seiner würdig. Ja. Also? Ich brauche noch etwas Zeit für diese Entscheidung. Schön. Nehmen Sie sich so viel Zeit, wie Sie brauchen. Sie müssen verstehen, 10 Pfund... Das ist ein Jahreseinkommen für mich. Ich bin nur eine kleine Gouvernante. Ja, ich weiß.
Aber Sie können mir glauben, ich werde noch reichlich Geld dazu tun müssen, wenn es dem kleinen Schatz bei mir an nichts fehlen soll. Und das wird es nicht, das verspreche ich Ihnen. Sie sind so gut zu mir gewesen. Ich kenne keine großherzigere Person als Sie, Mrs. Dyer. Ach, sagen Sie doch sowas nicht, Kindchen. Das ist doch alles selbstverständlich gewesen. Außerdem habe ich das für so eine nette junge Frau, wie Sie es sind, doch gerne getan. Möchten Sie, dass Ihnen Polly jetzt die Kraftbrühe hochbringt? Nein, danke. Ich habe keinen Hunger. Na gut, ich werde Sie ausrichten. Schlafen Sie jetzt. Es war für uns alle eine anstrengende Nacht. Aber am anstrengendsten war sie sicherlich für Sie. Ja, ich bin wirklich müde. Wir reden morgen weiter. Gute Nacht, mein Engel. Gute Nacht, Mrs. Dyer. Möge Gott Sie segnen. Das wäre schön. Hm. Mann, wo steckst du denn schon wieder? Mein Name ist Dr. John Hamish Watson. Obwohl ich eigentlich bloß ein einfacher Militärarzt bin, kennt man meinen Namen doch mittlerweile in der ganzen Welt. Dies verdanke ich einzig einem Umstand in meinem Leben, und er hat nicht das Geringste mit meinem eigentlichen Beruf zu tun. Über viele Jahre genoss ich das Privileg, die Ermittlungsarbeit meines Freundes Sherlock Holmes als Chronist begleiten zu dürfen. Es war mir stets ein Vergnügen, meine Leser mit den Details der Abenteuer des Meisterdetektivs in Erstaunen zu versetzen. Mitunter gab es aber auch Fälle, deren Berichte aus vielfältigen Gründen ausdrücklich nicht für eine Veröffentlichung bestimmt waren. Meist entsprang dies dem Wunsch der Auftraggeber nach Diskretion oder es war schlicht der Brisanz der geschilderten Ereignisse geschuldet. Versiegelt lagerten diese Berichte in einem Archiv, bis endlich die Zeit gekommen war, auch die geheimen Fälle des Meisterdetektivs zu erzählen. Extrablatt! Extrablatt! Wieder wird ein Kind vermisst. Hat der gleiche Täter wieder zugeschlagen? Lesen Sie die Extra-Ausgabe des Globe. Extrablatt! Extrablatt! Oh, was ist denn, Junge? Sie haben mich erschreckt, Sir. Oh, das tut mir leid, war nicht meine Absicht. Hab dich hier bei uns in der Baker Street noch nie gesehen. Wo ist denn Timmy? Der ist krank, Sir. Mhm, dann bestell ihm mal gute Besserung von mir. Ich bin Dr. Watson. Werd's ausrichten, Sir. Was hat er denn? Den schlimmen Husten. Verstehe. Wenn's nicht besser wird, soll er mir eine Nachricht schicken. Dann schaue ich ihn mir mal an. Werd's weitergeben, Sir. Danke. Dann gib mir mal dein Extrablatt. Hier, Sir. So. Und hier ist das Geld. Der Rest ist für dich. Danke, Sir. Besten Dank. Schönen Abend noch. Ihnen auch, Sir. Ihnen auch. Und gute Geschäfte. Ja, das wäre schön. Extrablatt! Extrablatt! Wieder wird ein Kind vermisst. Hat der gleiche Täter wieder zugeschlagen? Lesen Sie die Extra-Ausgabe des Globe. Extrablatt! Extrablatt! Es war an diesem Abend, als uns eine Holmes und mir nur zu bekannte Nervensäge ohne Vorwarnung einen Fall andiente, von dem ich noch heute, wenn ich an ihn zurückdenke, Albträume bekomme. Was ist denn, Watson? Sie sollten unbedingt die Zeitung lesen. Ja, habe ich schon. Es ist doch wirklich nicht zu glauben, was... Also, was soll denn das, bitte schön? Guten Abend, werte Miss Mapleton. Welche überraschende Freude, Sie hier in unseren bescheidenen Räumlichkeiten begrüßen zu dürfen. Bitte treten Sie doch ein. Das wäre ja schon geschehen. Unerhört, hier einfach so mir nichts, dir nichts reinzuplatzen. Psst,
So seien Sie doch leiser, meine Herren. Das wird ja immer besser. In unserem eigenen Wohnzimmer. Diesem selbst Ihnen nicht ganz entsprechenden Reinplatzen, wie Dr. Watson es so treffend beschrieb, darf ich wohl entnehmen, dass die gute Mrs. Hudson offensichtlich nicht wissen soll, dass Sie hier oben bei uns sind. So ist es. Ach, manchmal verstehe ich Martha einfach nicht. Ich brauche dringend Ihre Hilfe, Mr. Holmes. Vielmehr eine mir nahestehende Person braucht diese Hilfe. Nun ja, Sie wissen doch, ich bin ein sehr beschäftigter Mann und ich... Bitte, es ist wirklich wichtig. Glauben Sie, ich würde sonst alle Etikette vergessen, hier einfach so bei Ihnen reinspazieren? Ja, ich glaube das. Psst, bitte, Dr. Watson, nicht so laut. Meine Cousine. Ihnen traue ich wirklich alles zu. Ich weiß ja, wir hatten es bisher nicht immer so ganz einfach miteinander. Aber wir sind doch trotzdem so etwas wie eine Familie. Wie bitte? Ich glaube, ich höre wohl nicht recht. Ich bin... Und Mr. Holmes schon gar nicht. Also wir mit Ihnen, nein. Auch Mrs. Hudson ist nicht ja, mit uns... Ja, ja, schon gut, lieber Watson, schon gut. Beruhigen Sie sich wieder. Ich bin aufs Äußerste empört, Holmes. Das dürfte soweit deutlich geworden sein. Lassen Sie uns die Sache bitte so kurz und schmerzlos wie möglich machen. Worum geht es also diesmal, Miss Mapleton? Um meine Großcousine. Fanny Ross ist ihr Name. Sie ist ein ganz reizendes Mädchen. Sie werden sie sicher auch gleich in ihr Herz schließen, wenn sie sie sehen, denn... Zur Sache bitte. Na. Denn sie ist adrett, hübsch, gebildet und verfügt über die edelsten Manieren. Miss Mapleton. Das muss sie auch. Immerhin arbeitet sie als Gouvernante. Bisher hatte sie zwei Stellen, beide nur in allerbesten Haushalten. Die Gute ist mein Patenkind, die Tochter meines Cousins väterlicherseits. Also, John Robert Ross ist sein Name und er ist... Ist das in irgendeiner Art und Weise relevant für das, worum es eigentlich geht? Nein, aber... Dann überspringen wir das bitte. Ich dachte nur... Das Denken. Überlassen Sie doch bitte besser mir. Ja, ich, Höre ich da nicht Mrs. Hudson die Treppe heraufkommen? Das arme Kind ist in Schwierigkeiten geraten, da sie sich im Rahmen ihrer letzten Tätigkeit mit dem erstgeborenen Sohn des Hauses, wie sagt man, eingelassen hat. Oh. Das blieb nicht ohne Folgen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Durchaus. Aber Sie werden verstehen, dass ich mich da nicht zuständig fühle. Ich betreibe hier ja immerhin kein Heim für ledige Mütter, falls Sie das gedacht haben sollten. Und ich noch weniger. Obwohl das zu Ihnen, ehrlich gesagt, gar nicht so schlecht passen würde. Holmes, ich muss das ja bitten. Also. Um es kurz zu machen. Na endlich, das ist Musik in meinen Ohren. Ja?